Hallo und willkommen. Willkommen zu einer neuen Show von All About Code, der Show für XPS++, Clipper und Visual Fox Pro Entwickler. Mein Name ist Frank Großheinrich und in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr eine reine Clipper-Anwendung von Clipper nach XPS++ portiert. Aber ich bin ganz ehrlich, auch ich weiß das, eine reine Clipper-Anwendung gibt es eigentlich relativ wenige. Die meisten Clipper-Anwendungen setzen irgendwelche Tools, Add-ons von Third-Party-Herstellern ein. Auch ich früher, als ich noch Clipper benutzt habe, habe natürlich Third-Party-Hersteller genutzt. Der wichtige Hinweis an dieser Stelle ist, ihr müsst alle Tools, die ihr eingesetzt habt, alle Bibliotheken, die ihr damals unter Clipper eingesetzt habt, müsst ihr irgendwie ersetzen. Das heißt, ihr könnt keine dieser Bibliotheken, dieser Libs und Objektdateien, die ihr da habt und an eure Clipper-Anwendung gelinkt habt, ihr könnt keine dieser Bibliotheken weiter verwenden. An dieser Stelle trennt sich leider die 16-Bit- und die 32-Bit-Welt. Also 16-Bit-Clipper-Bibliotheken und 32-Bit-XPS++-Anwendungen passen nicht zusammen. Das ist technisch unmöglich. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass XPS++ schon mit ganz vielen Funktionen, wo ihr damals noch ein Add-on gebraucht habt bei Clipper, ist heute bei XPS++ eigentlich schon dabei. Okay, ich habe früher zum Beispiel ganz häufig, und ich weiß, dass es auch ganz viele Kollegen und ganz viele Clipper-Programmierer gemacht haben, den Comics-RDD, also Replaceable Database Driver, eingesetzt. Der Comics-RDD war sehr populär bei Clipper-Entwicklern. Auch ich habe ihn verwendet. Das Schöne ist, XPS++ kann schon mit diesen CDX-Dateien, Indizes, schon umgehen. Heute will ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Was müsst ihr überhaupt dafür machen, dass das funktioniert? Also schaut mit auf meinen Bildschirm und ich zeige es euch. Also, hier seht ihr in dem Verzeichnis, was ich schon alles habe. Das Wichtige ist, ich habe eine sehr große, da sind 10.000 Records drin, Tabelle, die nennt sich Demo-DBF. Die habe ich mir erzeugen lassen. Dort gibt es noch keine Sortierungen. Hier ist meine kleine Clipper-Anwendung oder der Quelltext dazu, den ich gleich mit euch zusammen laufen lassen möchte. Das Wichtige ist, ganz am Anfang zeige ich einfach nur, was für Bibliotheken an diese kleine Clipper-Anwendung dran gelinkt sind. Sie schaut nach, gibt es diese Demo-CDX? Wenn nein, dann werden die ganzen Sortierungen einfach generiert. Und danach wird die Tabelle wieder geschlossen, weil, falls es sie schon existiert, brauche ich diesen ganzen Code nicht. Dann kann ich die Tabelle ja sofort öffnen und zwar im Shared-Modus. Das Wichtige ist, ich zeige euch deswegen im Shared-Modus, weil ich gleich dann mit einer XPS++-Anwendung dieselbe Tabelle, selbe Index öffnen werde. Okay, also ich habe die Tabelle geöffnet mit ihrem Index und bleibe einfach dann an dieser Stelle in einem Browse stehen. Okay. Ich habe die Clipper-Anwendung gelinkt oder kompiliert, gelinkt im Debug-Modus und will sie jetzt mit euch zusammen laufen lassen. Dafür habe ich unter Clipper den Debugger gestartet. Ich steppe jetzt mit F8 durch die Zeilen durch. Ihr seht, die Anwendung ist mit Clipper 5.2e gebaut und verwendet den RDD 3.0, Comics RDD 3.0, der für Clipper 5.2 damals verkauft wurde, angeboten wurde. Ich schaue nach, gibt es diese Demo-CDX? Nein, gibt es nicht. Also öffne ich die Tabelle, erzeuge die einzelnen Sortierungen, schließe sie wieder und öffne die Tabelle jetzt im Shared-Modus. Okay. Dann ändere ich die Sortierung auf die First, also den Vornamen, gehe an den Anfang der Tabelle und bleibe hier einfach in einem Browse stehen. Kennt ihr alle, kann man mit den Cursor-Tasten von Zeile zu Zeile und Spalte zu Spalte navigieren. Okay. Hier bleibe ich jetzt einfach mal stehen. Die Clipper-Anwendung steht also in diesem Browse, wartet auf mich, erwartet Interaktion. Was mache ich als nächstes? Ich gehe in die XPS++-Anwendung. Wie ihr seht, möchte ich in der XPS++-Anwendung auch diese Demo-Tabelle benutzen.
natürlich shared, weil die Clipper-Anwendung hat es ja schon geöffnet und will den Demo CDX benutzen. Wie geht das aber? Wie kann ich jetzt der XPS++-Anwendung sagen, dass sie jetzt plötzlich CDX-Indizes verwenden soll und dass die auch noch Comics-kompatibel sein sollen? Was muss ich dafür tun? An der Stelle möchte ich euch kurz erklären, da gibt es das folgende Konzept sogenannter Init-Prozeduren. Das heißt, wenn eine XPS++-Anwendung gestartet wird, laufen mehrere Init-Procedures, die ausgeführt werden, schlussendlich bevor die erste Zeile in der Procedure Main ausgeführt wird. Das heißt, also, es werden mehrere Init-Procedures gestartet. Diese Init-Procedures, die gibt es alle im Quelltext. Ich zeige euch, wo ihr die findet. Die findet ihr bei eurer XPS++-Installation unter Documents, XPS++, Source, Runtime, Sys. Und dort würdet ihr auch diese Funktion dbe-sys-PRG finden. Wie ihr seht, sind da noch weit mehr PRGs. Nicht alles davon sind Init-Procedures, aber es lohnt sich, in jedes dieser PRGs reinzuschauen, weil sie schon bei XPS++ im Quelltext mit enthalten sind. Schauen wir uns kurz die Default-dbe-sys an. Also sprich, wenn ihr nichts an der dbe-sys verändert, sondern sie einfach startet, wie sie daherkommt, da wird nämlich aus Kompatibilitätsgründen, weil XPS++ zu Clipper, also Pure Clipper, kompatibel sein möchte, wird DBF und NTX DBEs geladen. DBEs sind Database Engines. Das will ich aber an dieser Stelle nicht, weil ich möchte ja mit CDX-Indizes arbeiten und mit ich möchte Comics kompatibel sein. Also, was muss ich machen? Ich lade die DBF-DBE, weil das ist meine Tabelle. Aber jetzt lade ich anstatt NTX-DBE, lade ich die CDX-DBE. An der Stelle sei auch erwähnt, dass wenn ihr die CDX-DBE ladet und sie einfach so belasst, wie sie ist, wäre sie Visual Fox Pro kompatibel und nicht Comics kompatibel. Aber ich will sie ja unbedingt in Comics-Modus haben. Das heißt, ich muss die CDX-DBE erstmal laden und muss sie dann zwei Zeilen später so einstellen, dass sie im Comics-Modus läuft. Das passiert in dieser Zeile Code. Ab diesem Moment, mit diesen vier Zeilen Code, habe ich es geschafft, dass die CDX Database Engine von XPS++ mitgeladen wird und dass sie in einem Comics-kompatiblen Modus sich befindet. Ich habe gesagt, die Init-Procedure dbe-sys läuft schon, bevor die erste Zeile Quelltext ausgeführt wird, hier in meiner XPS++-Anwendung. Das heißt, ich drücke jetzt F8, weil ich möchte meine XPS++-Anwendung starten. Das heißt, bevor diese Zeile ausgeführt wird, bevor Use Demo Shared läuft, vorher läuft diese dbe-sys. Das heißt, an dieser Stelle ist XPS++ oder die XPS++-Anwendung schon in dem Comics-Modus. Meine Erwartungshaltung ist, ich kann diese Tabelle öffnen und ich kann die CDX öffnen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich versuche einfach mal ein paar Meta-Informationen aus der CDX auszulesen. Hier ist meine XPS++-Anwendung. Ihr seht, ich konnte die Tabelle öffnen, ich konnte den CDX öffnen und ich konnte alle Sortierungen schon mal auslesen. Also ich konnte überhaupt mal nachschauen, welche Sortierungen existieren denn überhaupt alles für mich. Obwohl, ihr erinnert euch, die Anwendung hier noch unter Clipper geöffnet ist. Ganz wichtig. Okay. Machen wir weiter. Jetzt bin ich immer noch in der XPS++-Anwendung und hänge einfach mal einen Datensatz dazu. Also mit dbAppend hänge ich einen Datensatz oder ja, an die Tabelle an und warte dann. Also ich habe einen Datensatz angehängt mit dbAppend, habe die Felder befüllt, habe den Log wieder bereinigt und warte jetzt in meiner XPS++-Anwendung. Was passiert bei Clipper? Ihr seht, dass der Rekord, die Rekord-Number oben von 10.001 auf 10.002 gesprungen ist. Also habe ich im Live-Betrieb einen Datensatz an die Tabelle anhängen
können, die mit Clipper geöffnet war. Machen wir mal weiter bei der Clipper-Anwendung. Ich springe jetzt auf den Datensatz 10.001 oder 10.002. Ihr seht, dort ist der Rekord schon angefügt. Also ich kann ihn an dieser Stelle sehen. Gehe ich noch weiter, ich ändere jetzt in der Clipper-Anwendung die Sortierung von vorher war es auf First, jetzt auf Last, also auf den Nachnamen, kann ich den Rekord dort suchen und vor allem wichtig finden. Und ja, die Clipper-Anwendung kann diesen Datensatz, der eben von der XPS++-Anwendung angefügt wurde, kann ihn finden. Das heißt, die Daten sind absolut synchron. Okay. Zurück. Was habe ich euch heute gezeigt? Erstens habe ich euch erklärt, dass ihr eure Bibliotheken, die ihr für Clipper verwendet habt, nicht unter XPS++ verwenden könnt. Die gute Nachricht ist, dass XPS++ schon wahnsinnig viel an Funktionalität mitbringt, die ihr früher bei Clipper habt extra dazu kaufen müssen. Das ist heute schon bei XPS++ dabei. Unter anderem diese Comics-Kompatibilität. Das Zweite, was ich euch gezeigt habe, das ist, dass ihr eigentlich erstmal ganz langsam anfangen könnt. Ihr könnt eure Clipper-Anwendung nach wie vor noch laufen lassen und schon mal Zusatzdinge implementieren mit XPS++. Das heißt, ihr könnt euren Migrationsprozess von der Clipper-Anwendung auf XPS++ ganz gemütlich machen. Alaska Software hat sich wirklich so viel Mühe gegeben mit der Kompatibilität, dass ihr seht, dass wirklich die Daten unter Clipper und XPS++ gleichzeitig und konkurrierend verwendet werden können. Okay, das waren die zwei wichtigen Punkte, die ich euch heute zeigen und erklären wollte, wie sie funktionieren und dass sie überhaupt da sind. Somit seid gespannt auf das nächste Video, was ich euch zu zeigen habe. Das heißt, ich wünsche mir, dass ihr euch das nächste Video von mir anschaut, hoffe, dass das bald sein wird und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis dann, tschüss.